Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 mit einem weiteren Spezial. Und diesmal haben sich die schönen und weniger hübschen zusammengefunden und haben mir jetzt einfach mal einen Flugplatz gebietet. Ja, aber zuerst würde ich mal herzlich willkommen heißen den Lukas, den LPN05, der zum ersten Mal hier beim Special mit dabei ist. Grüß dich. Hallöchen. Ja, dann mit dabei noch der Forza Creeper, der auch dann für seinen Kanal seine Perspektive auch noch aufnimmt. Grüß dich auch. Hallo. Und mit dabei noch der Brogame, der Panda und der Guckmaster. Grüßt euch. Servus. Hallo. Guten Tag. Ja, und wir fahren heute, ja, kann man oder kennt man unschwer die ja, Creme de la Creme der Sportwagen, die Hypercars. Und ja, gucken wir uns mal kurz mal an, was wir hier so haben. Der fangen wir mal von ganz außen an. Der Creeper fährt ein Bugatti Supersport. Genau. Ja, der Brogame ein. Oh, das erkenne ich gar nicht. Was soll denn das sein? Mazda oder sowas. Ja, ich glaube, sieht aus wie so ein Mazda. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Bullet, der hat einen Spoiler ausgefahren. Ja, schon, der hat echt einen Spoiler rausgefahren. Und mir ist er auch rausgefahren, ey. Ja, meiner kann nicht groß fahren, ja. Egal. Ja, er hat auf jeden Fall den McLaren P1. Meiner einer für den Königsegg Agera aus dem Ikea-Land, Ikea-Heimatland. Ja, dann der Panda hat einen schwarzen LaFerrari. Der Gubi ein Porsche 918. Und der Lukas fährt ein. Eine Silver MGT. Yeah. Also ein Lotus halt. Genau, ein Lotus in lang. In lang und ein bisschen mehr Bums. Ein bisschen. Ja. Ja, wir sind hier natürlich auf dem Flugplatz nicht, um die Autos nur zu begaffen. Wir möchten die also richtig hart rannehmen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum Trackstrip. Fahren wir gleich mal mit dem Highlight an. Ey, ich möchte mein Auto nicht schmutzig machen. Mach mal nur. Ja, dann fährst du halt nicht mit. Guckst halt zu. Lukas lackiert die Straße. Ja, ich bis 200 muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Grip. Erst im vierten Gang habe ich Grip. Sofort Grip. Ja, das Ganze wieder zur Erklärung, vielleicht auch für die Zuschauer beim Lukas. Dieses Special, das findet alles mit Serienwagen statt. Das ist ein Serienvergleich sozusagen in Horizon. Und dann gucken wir einfach mal, welches Hypercar dann so in der Summe dominiert. Wird auch ein Punktesystem geben, wer wie viele Punkte dann am Ende hat. Werdet ihr dann in der Beschreibung sehen. Nur, ja, wer sich nicht spoilern will, sollte erst am Ende der Folge drauf gucken. So, ja, zu spät, alle haben sich ja schon geguckt. Naja, nee, wahrscheinlich. Alle schon angehalten, geguckt und dann kommt, nicht spoilern. Spoiler, ich hab gewonnen. Ja. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich mir das Video bei Ray angucke. Ja, du bist ja aber, hast ja auch mitgefahren. Du weißt ja schon, was passiert ist. Dann ist was anderes, ne? Man will wissen, wo man steht. Oder du schickst es mir vorher. Ja gut, ich bekomm's sowieso vor. Ja, ich rechne zusammen und schick's an alle weiter, dass die anderen nicht rechnen müssen. Bin ich nicht nett. Genau. Ja. Super nett von dir. Boah. Ja, okay. Mach ich schon ein bisschen süß. Ja. Für euch mach ich das doch alles gerne. Oh, bist du lieb, Ray. Machen wir eigentlich am Ende auch einen Preistest? Nee, am Ende gibt's Regenbögen und Einhörner. Mhm, können wir machen. Regenbögen und Einhörner. Wie Autos. Preis, das ist, glaube ich, bei jedem Wagen sind wir jenseits über unseres Budgets. Dezent. Dezent. Ja, ich. So McLaren, Porsche und Ferrari sind, glaube ich, vorne weg mit dem schönen. Also, ein Bugatti ist auch nicht gerade billig. Ja. Der ist ja fast eine Million. Ja, komm schon, wo ist es? Irgendwie habe ich das Gefühl, haben zwei Allrad. Nee, wie kommt der Bugatti hat doch kein Allrad. Das ich bin gerade nach links abgedreht, Entschuldigung. Guck mal, Alter! 330, 350, ich hab erst 300. 6er rein, 360, 370, Alter. 380. Den Porsche krieg ich auch noch. Oh, nein, du kriegst mich nicht. Ja. Scheiße, Alter. Ja, Mann, Alter. Alter. Kann man noch. 396 Alter. Hatte ich drauf am Ende. Ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich gut bin bei einem Drag Race. Aber ich hab so nach links verabschiedet. Scheiß Grip. Boah, aber es war schon knapp mit den 24er-Zeiten. Aber das Geile beim Bugatti ist halt, du hast Allrad und viel Leistung. Ja, und viel Gewicht. Also und hässliche Optik. Das ist auch klar, ja. Wie der Porsche auf einmal übelst nachgelassen. Aber du, man kann ja, ja das ist der Allrad am meisten zurück. Und, ja. Die Bugatti wiegt am meisten, Ray. Ja. Ja, okay. Also, das Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung ist beim Porsche beim schlechtesten, so sagen wir es so. Das kann so, bleiben wir mal hier hinten und zwar machen wir jetzt mal den anderen Highspeed-Test. Ah ne, wir müssen weiter zurückfahren. Und zwar den Highspeed-Test im Rollen. Oh, ich glaube, diesmal gewinnt der Venom. Was heißt im Rollen? Also, bis ja, das ist zur Erklärung natürlich. Wir gehen jetzt mal kurz zum Ende der Landebahn.
stellen uns nebeneinander auf, versuchen ungefähr uns bei 100 km/h einzupegeln. Und dann ab dem Blitzer, sobald es blitzt, geht's los. Vollgas bis zum Ende. Natürlich auch ein bisschen die Autos gleich zerstören. Also wer als erstes gegen die Wand klatscht, ganz hinten, der gewinnt halt natürlich. Warte, und so weiter. Ich fahr direkt im dritten an bei 100, ey, sonst gut. Wir müssen mal gucken, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Dass wir da nicht ich zu eng nebeneinander sind. Auf der rechten ja, Seite. Ja, aufteilen und ja, Lukas stellt sich falsch, in der Demokratie. Achso, wir wollen ja direkt nebeneinander, ja, sorry. Ja, ja, wir müssen uns ungefähr auf eine gleiche Lukas, Liter mit Windschatten mitnehmen. Der Remo tanzt wieder aus der Reihe und der Lukas. Dann fahren wir mal an, also wie gesagt, so ungefähr bei 100 km/h. Wartet auf mich, ich muss Grip finden, es regnet. Warte, ich muss mal gleich drauf sein. Beim Blitzer ungefähr. Hab hier mal Daumen halt. War rechts vorbei, wenn ihr sieht. Jo. Moin. Alter, du schaust ja auf dem Dach mit 230. Oh, Alter! 240. Der Venom! So 350, aber den sechsten. Der Venom ist so krank. Aber ich finde das Auto so geil. Und komm 400, ja. Und mit, komm ich auch noch ja, vorbei. 400. Wow, bin durchgeflogen. Geil. Wie viel hat er weiß ich leider nicht. Nur. Nice, aber Bugatti wurde doch noch Zweiter. Also so. Erster Venom, zweiter Bugatti, ne? Dann Königsegg. Dann P1, dann LaFerrari und dann ein Porsche. Das heißt eigentlich die gleiche Reihenfolge, oder? Nein. Nee, ich war gerade Zweiter beim ersten Rennen. Genau. Und der Veyron war jetzt ja, Porsche. Genau, stimmt. Die haben also die ersten beiden haben Gugi. Aber sonst noch genau gleich, Bremstest ne? machen ja. im Regen? Oh ja. Ja gut, ist ja gleiche Bedingung für allen, aber gut, können wir machen. Also Bremstest machen wir auch noch, gehört auch dazu zum Flugplatz. Da stellen wir uns einfach auch mal hier an der Linie auf. Da müssen wir ja noch nicht mal in den Linien aufstehen, weil das ja, ist nur aufteilen. Ja doch schon, wir müssen uns aufstellen, weil am Ende müssen wir ja stehen bleiben. Aber wir müssen nicht gleichzeitig losfahren. Das ist das wir müssen nicht gleichzeitig losfahren, genau. Also da bei gucken wir mal, 300, dass ihr 200, euch... Bei 200 oder 300? Jetzt pass mal auf. Gerne 300, auf 400 ist okay. Also verteile ich ein bisschen. Schaff ich nicht. Ja, also Ferrari und sollte ein bisschen weiter noch nach links. Der P1 darf noch ein bisschen weiter nach rechts. Ich bin aber nicht auf die rechte Seite. Soll ich noch weiter nach links? Warte, ich fahr noch ein bisschen weiter nach links rüber. Ja, weil beim Bremsen kann es gerne mal passieren, dass man so ein bisschen verrutscht. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Platz beim Beschleunigen. Ich brauche mehrere Spuren. Kannst du auch Gucki noch ein bisschen rüber okay. geht, ich denke mal. Also da wir ja Hypercars fahren, wäre es ein Quatsch, einen Bremstest bei 200 zu machen. Deswegen würde ich sagen, wir machen den Bremstest bei 400. Nee, Spaß. Gerne. Nee, bei 300. 300 und zwar beim Blitzer wieder. Sobald die Linie, der Blitz erscheint, bremsen. Ich hab gleich Chilitos von dem V12. Junge. Und ja, ihr könnt loslegen. Der wo, ja. Und stehen bleiben bitte dann. Weil natürlich, das sehen wir ja, wer will. Lukas, er fährt erstmal nicht. Ich komm nicht los, ich bin jetzt noch im Quergeben, Mann, ey. Schon nur am Ende 300 draufgehen, aber das soll eigentlich kein Problem sein. Und am besten nicht ein Reichen. So, ich bremse da mal, ne? Tschüss, Jungs. Hier. Nee, beim Blitzer erst. Ach so, oh, ja, gut, sorry. Warte, ich fahr nochmal durch, los. Ja, ich hatte ich hab die Challenge aus dem letzten Video gesehen, da war ja bei 300 ganz knapp, Cookie, sorry. Ganz knapp. Ich meine, der Ray, der setzt erstmal den Blitzer mit um. Ja, der war halt im Weg. Hol nochmal Schwung. Aber das war ein perfekter Bremspunkt zu erwischen. Ja, ja. Ich möchte ja nichts sagen, aber der Porsche schließt nicht gerade gut ab. Warte, ich das muss mal. Das war ein gutes Konzept, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ray, so weit was ist jetzt mit Creeper und mir? Das ist übelst knapp. Ja, das guck ich gleich. Also 300 beim Blitzer. Ich bin schon weiter vorne. Ja, ich glaube auch, pass dass auf, der P1 kürzer reinballerst. Ja, Marvin, du bist besser wie ich. Wow. Aber Panther ist noch besser. Venom müsste eigentlich ziemlich gut bremsen. Der gleich ist eigentlich der leichteste. Aber guck mal, dort hinten, dort ist schon der Regenbogen. Ja. Jetzt fehlen nur noch die Einhörner. Da kommt das Einhorn. Komm. Nein. Ja, okay. Ja, sogar noch vor Veyron. Oh, Lukas. Okay, also Reihenfolge Agera, dann P1, Agera, dann LaFerrari, dann P1, dann Bugatti, dann Venom, dann 918. Okay. Ich dachte, ich fahre gerade vorwärts, ich bin rückwärtsgang drin. So, was haben wir denn noch? Jedes Mal ich würde sagen, ja, jetzt Track. Haben wir... Aber das Dickschiff hat einen relativ großen Track. Haben wir ja schon gemacht, oder? Highspeed können wir machen. Ja. Komm, geh mal fliegen, Gugi. So, dann machen wir mal Kuppenrude dahin. Ich bin auch für... Fliegen! Panda, pass auf. Nee, fliegen mache ich nur mit Nissan. Mit einem Auto. Mit einem ganz speziellen Auto. Oh, Panda! Hilfe! Alter, wie ich auf dem Dach schleife. Panda, hast du das gesehen, dass ich unter dir hergesprungen bin? Ja, Mann.
Quay, bitte komm. Quay, boom. Wow, ich bin danke für die Starthilfe. Bitte geschehen. Alter, wie das aussah, ey. Halleluja. Wir haben mich einfach nochmal als Rampe nimmt. Nice. Ich sehe einfach nur ganz oben ein Auto fliegen, so von weit entfernt. Und noch Flugzeug zerstört. Die Bremsspuren sehen auch halt hammergeil aus da auf der kleinen Rampe. Immer diese kleinen Flugzeuge. Ja, ich denke es mir auch gerade. Ich hab das gerade mitgenommen. So 2 Meter. Frag mal den Mattes, der soll sein Flugzeug umpacken. Moin Jungs! Huch! Da war eine Bodenwelle, ich war ein bisschen zu schnell. Boah, nein! Boah, wie geil du über den Ferrari drüber geschüttet bist. Boah, seid ihr wieder alle abkürzen? Ich hab naja, fährt einer durch, fahren sie alle durch. Jetzt ist vielleicht nochmal, vielleicht auch nochmal. Alter, mein Gott, warum außer ich? Schön drauf auf dem P1, so muss das. Ich will auch mitlachen. Ich bin ja auf dem P1 drauf gelandet. Du darfst nicht. Ich hab jetzt schon 2 Autos geplättet. Na, einfach für 2 Minuten. Du mit deinem Fehlergewicht hier. Ferrari bist du einfach nur übers Dach gefahren. Bei Bugatti würde ich das nicht glauben. Da ist eine schöne Delle drin. Unfahren. Ich hab Angst. Oh, oh, weg. Alter, stell dir mal vor, du fährst mit deinem LaFerrari und dann springt dein Fuß im Wendung mit drüber. Ja, da kannst du aber denken, dass beide total schade sind. Der Wendung macht das auch nicht locker mit. Ja, aber nee, stell dir das einfach mal vor, du sitzt da drin. Voll interessant. Okay, da fliegt gerade jemand. Was legt sich hier? Ups! Oh Mann, wieso setzt er das immer zurück? Ich würde die Überschläge als gern noch bis zu Ende sehen. Wenn man schon mal ein Königsexo zum Überschlagen kriegt, ne? So, ja, bis zu Ende müssen wir gar nicht fahren. Hier reicht ja auch schon. Okay, Sitzung so beigetreten, irgendwas beigetreten. Ja, das ist. DJGENC54. Ja, ah, Junge! Mal raus. Entschuldigung. Ich hab so schlechte Bremsen. Also, zur kurzer Erklärung, entschuldigt es bitte, falls auch zufällig jemand die Folge sieht. Du stehst in deinem Porsche, ey. Bei diesen Specials bitte nicht dann böse sein. Aussitzung ausschließen. Jo. So, okay. Kurze Erklärung, Highspeed-Test. Und zwar, wir fahren jetzt diese Autobahn runter. Es zählt nicht die Geschwindigkeit am Ende des Tunnels, sondern es zählt die höchste Geschwindigkeit, die er mal erreicht hat. Deswegen muss jeder mal so ein bisschen gucken, weil wann die genau ist, ist meistens ein bisschen vor dem Tunnel schon. Und wir halten hier gerade geilen Verkehr auf. Ich fange dann schon mal an, ne? Jo, fangen wir mal an. Ja, gleichzeitig nicht alle fahren am besten. Na egal, hi. Tschüss. Wow, okay, ich fahre im Gegenverkehr. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden. Herr Creeper gegast. Alter, wie das geil ausgesehen hat. Und dann geht nach Ray. Bitte? Wie bitte? Die Gruppenroute weg. Die ist doch weg, oder? Nein. Nee, die ist noch da. Muss noch rüber. Weg. Wow. Bist du da? Hey, Lukas! Hi, ja, bei 400 Seite kann man ja mal gerne die Autobahn nehmen. Oh Mann, ich hab keinen 7. Gang, ich bin ein Drehzahlbegrenzer. Scheiße! Ich hab schon einen 7. Gang, aber der ist am 10. früher zu Ende wie dein 7. Gang. Ja, ich häng grad bei 4,33 fest. Bei Inur! Inur, ja. Ist langsamer als er eigentlich in echt ist. Nee, ich kann nach 4,40. Das ist fake hier. Ja, hier, da kann keiner schneller wie 3,38. Nee, 39. Obwohl ich auch ein paar bin am Ende, nämlich ein 441 gefahren bin. Ja, das habe ich auch schon geschafft. Bei mir brauchen die Texturen gerade eigentlich länger. Oh, was eine schöne Rauchspur. Und ja, fast wäre die Frontschicht kaputt gewesen. Nein, jetzt. Alter, Hilfe! Ich kann doch mal, das geht doch. Ups, ich habe vorher schon gecrashed. Also gut, machen wir es nach der Reihenfolge. Creeper, was hast du drauf gekriegt? 427. Okay, Googie? 360. Okay, Panda? Oh, süß. 353. Noch süßer, ja. Lukas? 433. Okay, Brogame? 397. Okay, und ich habe 411. Das heißt, Reihenfolge ist Hennessy, Bugatti, Königsegg, P1, dann oh, Gummi, du gehst noch 918 und am Schluss der LaFerrari. Okay, gut, haben wir das auch. So, ja, dann würde ich sagen, dann wird es mal Zeit noch für Oh Gott, das ist meine Todesdisziplin, das kann ich nicht mit dem Auto. Ja, aber dafür hast du jetzt schon mega gut Punkte gesammelt. Ich weiß ja nicht, feststellen, wie viel, das musst du mir nachher selber ausrechnen. Ja, ich rechne es genug, auf jeden Fall. Also ich so gibt's ja nur Geländerennen, das ist doch kacke, das will kein Mensch. Ja, Geländerennen ist gut. Fahren wir einfach jetzt mal. Doch, Geländerennen, weil ich hab Allrad. Dann juckt mich das weniger.
Ja, glaub mir, dein Fahrwerk wird sich freuen. Aber ich glaub, ach, wir sind Horizon. Passt okay, dann fahren wir mal jetzt hier hin. Fahren wir gerade den Weg nochmal zurück, weil es sowieso so viel Spaß macht. Okay. So, na, dann fahre ich mal so halbgas hinter euch her und versuche mal so nach und nach hier zu holen. Ja, ja, nee, bei mir kannst du eigentlich schon fast Vollgas geben. Okay. Aber warte mal. Da macht ein Bugatti nicht, wenn den ich den B1 am Nerven ist. Dann könnt ihr euch. Nee, wenn ich mit B1 drehen will und dann verkack. Na komm, der kommt. Ja, vielleicht auch kurz mal zur Punkteverteilung. Das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Vielleicht auch gerade beim Lukas, die Zuschauer, die neu dabei sind. Und vor allem auch die Zuschauer, die schon länger bei mir zum Beispiel vorbeischauen. Die Punkteverteilung wird sich ein bisschen ändern. Und zwar ist es nämlich so, dass immer die Anzahl der Leute bestimmt sozusagen mehr oder weniger die Punkte. Das heißt, wenn es wie hier heute 6 Leute sind, bekommt der Erstplatzierte eigentlich 6 Punkte, der Zweitplatzierte 5, bis dann zum Letztplatzierten, der kriegt dann einen Punkt. Allerdings hat sich jetzt ein bisschen was geändert, und zwar für einen Sieg, also für so einen Wettbewerbssieg, wie jetzt zum Beispiel Drag Race oder Bremstest oder so, kriegt der Sieger nochmal plus einen Punkt. Das heißt, in diesem Fall kriegt ein Sieger einer Disziplin, kriegt 7 Punkte, der zweite 5 Punkte, oh mein Gott. Ist halt ein bisschen Abstand halt zwischen ersten und zweiten. So. Ich hab gerade eine A-Klasse gekillt mit 34 km eingeklappt. Oh, ich wollte da fliegt irgendwas. Ich kam nicht so schnell mehr rüber, wie das Auto näher kam. Also oh, dieser ey, Moment. Immer diese kleinen langsam Leute und ich bin verdammt. Dieser Moment, wenn man sich 35 Mal in der Luft überschlägt bei 390 km/h. Dieser Moment, wird man, glaube ich, die Wirklichkeit nicht erleben. Spätestens beim dritten Überschlag ist man, glaube ich, bewusstlos. Ja. Oder vorher schon tot. Ups, so. Sorry, Panther. Wir fahren ein Sprintrennen. Hey. Das Alter. Das heißt, Sprintrennen machen wir mit Kollision 1. Sprintrennen machen wir mit Kollision 1. Oh nein. Und nicht? Nee, hey, wie war das nochmal? Wann fahren wir nochmal mit ein? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab irgendwas, wo man. Warum? Ah, nee, okay, ich weiß wieder. Okay, also Sprintrennen, Kollision. Hä, warum fahren da drei Autos weg? Oder Angst haben? Weil wir so schön sind, so toll sind, sind so schlank. Nee, schön sind wir heute nicht. Wir sind nur reich heute. Ja. Reich und aber gleich rein fühle ich mich schön, lass mich. Ja, ja, wir fühlen uns mit dem Geld schön. Man macht sich ja ungemein schöner. Gerade die Frauenwelt kann das nur bestätigen. Genau, keine Mimik zu haben ist sehr sexy. Ja. Und so ein Kaki-Hemd anzuhaben, auch den ganzen Sommer lang auch. Auch dann denkt man sich auch so. Dann sitzt so ein richtiger Opa in so einem klaren NPC. Genau. Oder so. Ja, oh yeah. Also, die Sprache ist eine eigene, haben wir entwickelt. Er wollte eigentlich irgendwas sagen, aber ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Hat einen seltsamen Dialekt. Das Beste kommt zum Schluss. Fairerweise darf der Venom vorne stehen. Fairerweise wird er trotzdem von eigentlich überholt werden. Ja, vor allem halt der 918er Bugatti, die direkt hinter mir stehen. Ich werde das auch nicht gewinnen, das schaffe ich mit dem Teil einfach nicht. Ich kann nicht rausbeschleunigen, ist das Problem. Ja, ich schätz mal, dass der P1 oder so. So, zweiter Gang rein, dritter Gang rein, und vierten rein, jetzt kann ich Grip haben. Also wie gesagt, Kollision schon aus. Wow, genau. Echt? Wie war das mit Grip? Warte, ich habe 250 drauf, jetzt habe ich Grip. Nee, immer noch nicht, Alter, scheiße. Boah, Alter, die Bodenwelle ist ja auch. Wow, tschüss. Eine Chance, das Ding in Kurven zu heben. Ja, hier müsste jetzt wahrscheinlich die Disziplin des LaFerrari jetzt eigentlich. Und P1 ist genauso gut in der eigentlich. Oh scheiße, das ist ja eine andere Variante. Oh, scheiße. Fuck. Oh, hi. Irgendwie haben alle gerade die falsche Variante im Kopf. Ja. Nee, ich hab's gesehen, aber ich bin sie total scheiße eingefahren. Ito. Lukas, du bist doch ich bin auf zwei Räder gefahren. Ja, ich bin da mal letzter. Obwohl, warte, ich beschleunige mal kurz. Alter! Oh, nein. Das ist halt so geil, einmal aufs Gas treten und der 918 ist plötzlich klein. Das ist schon echt übel. Scheiße. Nee, das kannst du knicken. Ich krieg den nicht gerade gehalten. Nein! Jetzt eingestellt. Wir müssen in der Scheinwerfer, wir haben doch ohne Verkehr eingestellt. Okay, der ist ja nochmal gekonnt in einem 180 Grad Überschlag gedreht hat. Das mal nicht machen. Oh, fuck! Das Favorite sterben geht hier los, glaube ich, das Gefühl. Was, der Lukas ist so gut? Oh, ich erinnere mich an die Strecke. Ich fahre gerade die ganze Zeit schon mal, und schon mal Gang, ich schalte mich einmal Special runter. Was kaputt gemacht. Diesmal nicht. Diesmal verpasse ich diesen verkackten Checkpoint nicht. Ach, das ist Checkpoint. Ne, ja, ohne Scheiß. Diesmal Wintergang, nicht. Wintergang, bei 100 Sachen.
Ich glaube, du musst ein bisschen untertourig fahren, oder? Ja, ich fahre bei 2.000-3.000 Touren teilweise. Wie soll sich gerade halten? Ich fahre nur im vierten Gang aufwärts alles. Drunter nichts. Ja. Hey. Das war das Urstöhnen eines Reichs. Nein, jetzt gewinnt er auch noch echt Zeit, dass er Nessie hier noch verarschen. Komm, 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 komm. Yes, gewonnen. Bam. Alter. Als ob er wirklich gewonnen hat. Der Hector. Ja, er hat da keinen Fehler gemacht. Ey, doch, ich habe viele Rennen gemacht, aber ich bin ja wirklich nicht unter den vierten Gang gekommen. Machen wir noch ein Rundkursrennen? Ja, ja, klar. Die kommen okay. Jetzt. Mit schnellster Rundenzeit, ne? Ja, es gibt zwei verschiedene Varianten jetzt, die wir gleich fahren werden. Das werde ich jetzt auch nochmal in Ruhe erklären. Ja, so jeder Bescheid weiß. Aber ja, schon muss ich eine gute Strecke finden. Ich finde auch lustig, wie wir uns alle gegen Lukas sträuben. Alle mit TTHK, außer Lukas mit LPN. Ja, ich gehe aus meinem eigenen Club raus, das wäre eine gute Idee. Ja, ja, Leon ist der Einzige. Leon scheiß auf Platz 16 der Weltrangliste, schmeiß mal weg. Ja, scheiß drauf, ey. Einfach mal löschen. Ich mach jetzt das mal Real Spin, Bro. Ja gut, in den TTHK Club kommt da sowieso nicht mehr. Ist ja voll. Ja auch. Oder zu hoch für ihn. So, das ist einfach mal Remo rausgeklickt, dann hat er Platz. So, wir machen mal. Wo gibt's denn gute Rundkursrennen? Wo ist der Googie? Da ist der Googie! Nein, wir können wieder nach Power. Hi, Nizza will ich eigentlich nicht stehen, nur Nizza. Hi, Googie. Kein Problem, verstanden, danke. Komm, Googie. Hi, Googie. Ah, mieser Trick. So, wir machen jetzt diese Scheißstrecke, auch wenn viele sie nicht mögen. So. Nein. Zack. Okay, ab geht's. Ja, 11 Kilometer, okay. Bei mir sagt er 70 Meter. Bei mir 11,7 Kilometer. Ja. Achso, ich habe noch eine eigene Rute an, deswegen. So, jetzt. Gedacht. Oh, Tunnel. Oh, shit. Ja, wir fahren jetzt die... Ich kenn die Map gar nicht. Küchen. Ich hab voll den Tunnelblick, ey. Ne. Doch. Ich finde es so geil, dass beim Königshexe ein Vogel ja, drauf schieb mich ist. An. Anstatt er nichts an mir. Könnt ihr einen Vogel reinfliegen in die Heckscheibe? Ist doch nicht schlecht, warum nicht? Nein! Tschüss! Ich wurde abgekriegt. Ich glaube, die Gefahr bei dem ist eher, dass einer in der Frontscheibe fliegt. Lukas? Aber nicht weil es so groß ist, sondern eher, weil der Vogel nicht wegkommt. Nein, ich war gerade bei 240 km am vierten S und sowas. Wie grip nicht möglich, sorry. Okay. Ich hab's gesehen. Oh, Alter, komm rum! Fährst du hinter Lukas her, siehst du nur so schwarze Striche auf der Straße. Kommt er mir das vor, da blendet die Sonne hier jetzt teilweise. Oh mein Gott, Alter, sehr richtig. Hallo, Cookie! Ey, komm, ich bin der Einzige, der gerade bei 200 Sachen hier die Berge lang driftet. Und freiwillig bei den Tus. Meine kommt irgendwie nicht rum. Also ich hab die Reifen bleiben hier. Dickschiff. Hier mit Reifenabbau wie bei Forza 5, hättest du aber deinen Spaß. Boah, ja, Lukas hätte nach 2 Meter keine Reifen. Ja, Track Racing, ich komm nicht mehr, meine Reifen sind gerade geplatzt. Auto, Gugi! Boah, das ist genau dieses eine Auto wieder mit. Au. Ich hab grad einen Subaru. Hilfe! Den hab ich auch schon mitgenommen. Den haben wir, Gugi und ich, auch. Ah, ich bin hängen geblieben. Ja, das wissen wir, dass du hängen geblieben bist. Warum spawnen immer von mir die blöden Bohrers? Wow! Von nix gegen das Auto! Was machst du denn da? Komm, fahr! Fahr! Schieb auf jetzt vorne! Hier kommt ein Fiesta noch! Wo? Oh. Kommt gleich ein roter Fiesta auf der Brücke! Da vorne, mein Gott! Ja, bei dir ist. Mach Platz, ey! Aua! Aua! Ah! Oh, drift! Oh Gott! Oh, da kommt ein. Lukas, also, du bist nicht der Einzige, der hier quer fährt! Hi! Hi! Ich mach jetzt rum, ey! Boah! Junge! Wenn du dich anlehnst, mach ich das auch. Ich krieg die Kurve so oder so schon, ich von daher machst du keinen Unterschied mehr. Oh, jetzt wird eine schöne langsame Kurve. Wow! Oh mein Gott! Oh, ja, danke! Komm hier weg! Ja. Scheiße, rückwärts, komm! Sieht schon lustig aus hier. Ihr habt die A-Klasse gesehen, ich hab ihn nochmal richtig schön geteamt und auf die Fahrerseite. Auch das komplette Café auseinandergepflückt. Welches Café? Segelt's mehr. Oh! Boah! Das sah aber geil aus. Das war ein Golf. Die eine links rum, deine rechts rum. Was? Deine Wahl. Ich glaube, das war ein Lupo. Oh, ne, guck mal! Hi! Wow! Das sah gerade auch geil aus. Komm schon, Manny! Komm. Ich kam aber nicht hoch, was soll der Rotz? Ja, es kommt, zieh den P1 noch ab, zieh!
Nein, ich bin in den Baum gefahren. Scheiße. Und ein Veron geflogen. Bin ich eigentlich knapp bei einem von euch vorbei oder irgendwie? Nee, man sah einfach nur so einen 918 Hybrid da fliegen. Und mir kam einfach so ein Venom in die ja, sorry. Beifahrerseite. Hast du einen Ferrari? Nein. Tot. Doch, jetzt war der Ferrari. Und da kommt Ray. Wie sie alle irgendwo aus allen Büschen kamen, das sah voll geil aus. So, also, kurze Erklärung, Rundkursrennen, Kollision, doch, jetzt auch wisst ihr, was hier, jetzt sei mal kurz leise, danke. Rundkursrennen, Kollision aus, 3 Runden, es gibt doppelte Punkte und zwar einmal für den Sieger natürlich und dann noch für die schnellste Rundenzeit. Das heißt, wenn man gewinnt und auch noch die schnellste Rundenzeit hinkriegt, dann kriegt man quasi doppelte Punkte und genau, das zur Erklärung. Yay, Weinreben. Entschuldigung. Start. Ich habe gerade den Bauern die ganze Ernte kaputt gemacht. Ach, nicht Strecke, Strecke sollte bekannt sein, ist die Strecke aus der Demo. Ja, ich wollte schon sagen, die Stapeln kenne ich doch. Ja. Voll im Highspeed. Lukas, gut. Du hast nicht die Ernte kaputt gemacht, du hast die nur geerntet. Genau, richtig. Ja. Durch meinen Auspuff kam nämlich die frische Wein hinten raus. Ja, genau. Andere Stampfverfahren, wenn ich zwischen die Kolben komme. Ist schon frisch. Mit ein bisschen Alkohol, was Öl ist, vermischt. Boah. Da muss nur noch gern. Kommt eine schwarze Wolke aus dem Motor, da war es irgendwann. Oh, schön. Ach, Ray, was hast du gemacht? Ich stand schon wieder ganz hinten. Ich stand immer ganz hinten. Ist doch egal, es geht nicht. Schnellstundenzeit kann schon von weiter hinten mal. Ja, gut. Aber nicht gewinnen. In der ersten Runde kannst du sogar damit die Treppe fahren. Also. Wartet. Gut, an Lukas am Start kommt man eh locker wartet. Easy vorbei. Solange der keinen Grip findet. Alter, immer noch nicht. Das gibt's noch nicht. Oh, fuck. Lukas, ich steh zum Stempel. Du kannst das nicht, oder? Yes. Oh okay. Nee, Alter. Ah, und? Oh, mit! Ja, Kontrollpunkt verpasst. Das war schon mal mit dem Renzi, kann ich schon mal vergessen. Wow! Alter, wie viele darauf haben bekommen? Wenn Hennessy Grip Dynamik zupacken kann bei Topspeed, dann ist alles cool, dann fährt er super. Nur langsam kann er nicht. Ja, bei solchen Autos fährst du, glaube ich, auch nicht so langsam. Das Ding ist auch so steinhart, ey. Das, jede Bodenwelle hebelt das Ding halt aus. Ich fahre nur im 4. und 5. Gang das ganze Rennen über. Ja, der hat halt Drehmoment. Er wiegt halt nichts. Drehmoment ohne Ende, Power ohne Ende. Ich hab halt die Vorteile. Scheiße konzipiert, komplett von vorne bis hinten eigentlich. Wir brauchen Power. Amerikanisch. Was anderes brauchen wir nicht. Bit. Ja, ich auch. Power 8, Power und leicht. Ami, da ist nichts mit Kurven fahren. Das wurde auch nicht gebaut. Gut, bei mir haben sie Franzosen aber auch so irgendwie konzipiert. Franzosen können sowieso keine Autos bauen. 16, Zylinder. Ah, scheiße, Kontrollpunkt verpasst, zu eng gefahren. An die Kurven habe ich halt gegen 89 keine Schnitte. Nee. Remo, Achtung! Ja, La Ferrari müsste eigentlich auch abgehen. Ja, wir sind sowieso durchsichtig. Hat einen scheiß Fahrer, das ist ein Guss. Ja, Panther fährt. Genau. Das ja, danke, Problem. Danke! Bitte, bitte. Bitte gerne. Gerne. Du musst ja, Alter, man muss ja Missstände offenlegen. So geil fahren. Vielleicht gibt hier Ferrari-Anhänger, ne? Die vielleicht sich wundern, wo ihr nein, schon wieder verpasst, Mann! Oh. Wenn du so abkürzt, ja, ich fahr das Ding einfach zu eng. Ich will mit dem Bugatti sowieso früher einlenken. Das Problem ist, ich lenke dann viel zu früh. Komm schon wieder so weit raus. Bugatti, ja, weil mit dem Bugatti kommst du echt nicht rum. Wollt nicht rum. Ich hab mit dem Hennessy echt mal andere Probleme. Huch. Ich kann doch nicht mal bremsen, weil egal was ich mache, das Heck kommt. Oh, ach. Halt. Nein! Okay, doch nicht. Hi. Tschüss. Das ist aber. Versämmlich das Rennen in der vorletzten Kurve. Ich wollte gerade sagen, schön vor mir in den Baum ist gerutscht. Ich finde sowieso geil, du kannst durch Straßenschilder Autos durchfahren, aber nicht durch Bäume. Wäre bescheuert, wenn alles nicht fahrbar wäre. Da war genau Bäume. Boah, Alter. Und so gerne küsst. Also bisher habe ich 2 bessere Runden, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, mein. Ich komme da auch gar nicht mit. Ey.
Aber der P1 ist 1,8 Sekunden schneller. Also. Ja, ich. Okay, das war's mit den zwei Besten, danke. Jawohl, ich bin wieder Letzter. Nee, nicht mal. Alter, wie knapp ich mich noch vor Google gesetzt habe in der Rundenzeit. Ey, das ist aber krass, was der P1 wirklich auch in diesen schnellen Kurven. Ich habe so viel Grip mit dem Ding. Ja klar, du musst ja überlegen, der McLaren P1 ist ein modernes Fahrzeug, der hat ein gutes Aerodynamikpaket, der hat Power. Und McLaren ist halt jetzt nicht gerade eine Firma von hinteren Bahnen. Ja, das sind super Fahrzeuge. Der einzige, der, sage ich jetzt mal, wirklich in dieser Kategorie, gerade bei so Rennen, mithalten könnte, beziehungsweise noch besser ist als der P1 ist der Ferrari. Aber warum der nicht vorne mitfährt, haben wir ja schon geklärt gerade eben. Und ehrlich, fickt euch. Ja, bitte, bitte. Ey, Venom ist Zweiter geworden, macht euch Gedanken. Ja, der Venom hat aber auch Power. Ja, eigentlich wäre es ja nicht so geworden. Keine Kurve kann ich damit anrichten. Ja, in der Kurve nicht, aber auf der Geraden schon. Also du ziehst mir gerade jetzt auf der Strecke extrem weg. So, jetzt fahren wir noch ein Rennen. Das Finale. Nein, sicher nicht. So, und zwar das hier, unser Lieblingsrennen. Gerade oben. Ist welches? Das ist auch ein Rundstreckenrennen? Ja, ein Scramble-Rennen. Also mit ein bisschen Schotter noch mittendrin. Ach, das ist eine sehr gute Idee, danke Leute. Ja, bitte, bitte. Haben wir sowieso schon echt mega gut Grip. Zeit oder nur? Nee, diesmal fahren wir quasi so wie Rallycross-like, das heißt mit Kollision an diesmal. Da war ein Baum. Und bei mir war direkt ein Haus da, also. Ja, also alle verstanden. Kollision diesmal an, Rundkurs gewinnen, Zeit zählt nicht. Ich muss nicht rumdrehen, damit ich gewinne, anders geht's nicht. Wo bist du jetzt hingehörter von dir? Ich bin einfach über Googie gesprungen. Alter, ich will aber auch jeden Baum mitnehmen. Alter. Googie. Ich hab keinen Baum mitgenommen. Also Walter Röhrl seit dem Fall war scheiß gegenüber meinem Netz. Vor allem, ich gehe immer noch davon aus, dass der Walter Röhrl mit seinem 918 Crash, sag ich mal so, wäre nicht nur der Walter Röhrl am Steuer gesessen, sondern jemand anders, der die Situation anders da abfangen hätte wollen, wie auch immer, wäre nichts passiert mit dem Fahrzeug. Weil er hat es versucht abzufangen und ist dadurch in die Mauer gekommen, dann hätte jemand anders da nicht reagiert und hätte es nicht versucht abzufangen, der hätte sich einfach nur gedreht. Ins Gieß. Ja, und mehr nicht. Ja, und weil es der Walter Röhrl ist, wird er gleich in Kampf haben. So. Ach, was. Wäre es nämlich irgendein Porsche-Mitarbeiter gewesen, wäre das scheißegal gewesen, glaube ich. Der ist nie in die Medien gekommen. So. Alter! Danke dir! Da liegt jemand! Einfach mal R8. R18, ne? Einfach mal R18 flachgelegt in Horizon 2. Bin Moller. Was denn? Auf Scramble. Wir fahren Rallycross mit Hypersportwagen. Ja. Genau, das ist der Plan. Das ist geil. Das will jeder mal machen. Ja, das ist die neue Rennserie. Ich hab mit dem Wagen, mit meinem Wagen nichts zu tun. Gubi, du darfst dich eigentlich gar nicht beschweren. Warum? Weil du eigentlich ein gutes Auto dafür hast. Ja, okay, bis die Disziplin jetzt stimmt. Oh Gott. Der Bash ist wieder hinten. Nee. Ich stand ganz vorne, Leute. Das ist so Cheaterei. Ja, du hast guck mal, du hast ein super Auto und du kannst gut fahren. Also du kannst gerade mal das Maul halten. Also eins von beiden müssen wir wegnehmen. Das Auto lassen wir dir, wir nehmen das Auto. Also ihn könnte ich wegnehmen, das ist kein Problem. Aus dem Channel und aus der Lobby, wobei ich als letzter Rennen das Problem. Ja eben, das ist deswegen. Hey! Okay, verbremse mich erstmal. Gekonnt. Nein, boah. Und die Reifen, die quietschen. Eine Symphonie von Mozart, wenn ich bitten darf. Ja, kann man einstellen im Radio. Ne, immer im Reifen. Ey! Können wir euch rausdrehen? Ey, wir fahren Rallycross, da ist sowas erlaubt. Wir fahren Hypercar. Okay. Hypercar, Rallycross, was auch immer. Hyper Rallycross. Du darfst es nicht, Marvin. Ah, ja. Und ich. Hat der, das war aber auch knapp am Bauch. Muss gerade sagen, oh. Ja, haben wir jetzt halt die Allradfahrzeuge wieder ihre minimalen Vorteile. Aber nur minimal. Gibt ja auch nur eine Doppelspur. Jetzt redet, Alter! Crashen ist nicht erlaubt, Junge. Ich hab Anlehnen. Hä? Was Sache, denn? Aber Crashen ist. Ich hab Hyping. Ah! Sorry. Es regnet nicht gut, nee! Du bist einfach nur ein kleiner. Doch, Leute! Das ist doch scheiße, ich hab nirgendwo mehr Griff. Ja, hab ich extra bestellt.
Alter! Ja! Keine Chance, ich kann ihn nicht mehr gerade halten. Ja, Veron, Alter, schließ dich jetzt mit dem Anschieben. Ist nicht mehr lustig, ne? Bitte. Ja, du, das ist... Boah, als jetzt was sich denn? In, du fährst ja, ich fahr ein Agera, was erwartest du von mir? Du bremst mich ich schneller vorbei. Bin, oder was? Ja. Ja, ins Maul. Halt die Fresse! Boah! Ah, Diskussi! Gibt's nicht, ich dreh mich jedes Rennen, dreh ich mich weg, wenn ich auf meinem zweiten. Guck, dir gebe ich nie wieder einen Porsche. Für einen ordentlichen Porsche. Alter, du warst schon 18 Spider, du hast wohl gemacht. Das ist der Porsche überhaupt. Ja, aber gegenüber den anderen siehst du. Was? Was? Was willst du mir jetzt sagen? Halt's Maul davor, kann ich gerne den Agera haben, dann reden wir weiter. Wir können auch gerne tauschen. Ja, okay, mit Venom tausche ich nicht. Ja. Kann jetzt im vierten Gas nicht, kann nicht Gas geben. Hervorragend sauberes Rennen liegt mich am Arsch. Ultimativ sauberes Rennen. Das schaffe ich nicht. Ich knall jede Kurve gegen die Wand, weil ich einfach nur noch rutsche. So ungefähr Formel 1 Wagen mit Slicks im Regen. Wie fühle ich mich gerade? Ich finde halt, ich bin irgendwie untermotorisiert. Der Ding, der fährt zwar, der hat zwar genug Power und fährt auch über 400 Sachen, aber untermotorisiert. Irgendwie nutzt er das irgendwie nur oben raus. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so. Kennst du diesen Moment, sie fahren ihren Königsacker Gera und denken sie einfach, ich könnte echt was Schnelleres gebrauchen? Ja, das ist genau dieser Moment, den ich ja schon die ganze Folge habe. Dauert noch ein bisschen, wartet, reicht. Ey, aber ich habe schon alles mit, was ich finden kann. Was, lol, das hätte ich jetzt nie gedacht. Jetzt wirklich gedacht, Marvin, halt einfach dein Maul, okay? Nein, ey. Halt die Fresse. Das war auch gar nicht so gemeint. Nein. Okay, weil ich nur Probleme mit dem Auto hatte. So. Für diejenigen, die das bei meiner Aufnahme nicht gehört haben, Client kicked from Server und so weiter. Ah, Mann, echt. Der Junge geht mir auf den Sack! So, das muss auch mal sein jetzt. Danke, Leute, ja, dann ich jetzt man muss jetzt mal ehrlich sein für die Zuschauer, die es nicht Bescheid wissen: der Pro-Game, also der Marvin, ist wirklich ein schneller Fahrer. Ohne Wenn und Aber. Und er bekommt in dieser Folge eins der zwei besten Fahrzeuge und erzählt uns die ganze Zeit, wie toll er ist. Das interessiert keinen Schwanz, ne? Also, da muss er jetzt einfach mal rausfliegen. So. Dankeschön. Ja, bitte. So, kurz vor Schluss, am Ende, wollen wir noch den Preischeck machen oder nicht? Eigentlich bei denen unnötig, oder? Die sind können wir gerne machen. Wir könnten es ja mal vergleichen. Einfach. Okay, mach gleich mal. Ich schau mal. Also, pass mal auf. Guck mal nach. Wo sind denn die Autos? Ich glaube, ich bin relativ teuer angesiedelt. Porsche Autosalon. So, Autos kaufen. Am besten sagt jeder seinen Preis. Sofort wieder. Ja, nee, das Problem ist, jeder hat ja unterschiedliche Rabatte, deswegen gucke ich einfach schnell. Das ist ja kein Problem. So, also, Hypercars, gucken wir einfach schnell durch. Der Bugatti 972.000. Der LaFerrari 720.000. Der Hennessy 342.000. Der Königsegg Agera 747.000. So, der McLaren P1 702.000. Und der Porsche 918 Spyder 765.000. Also das heißt, der teuerste ist auf jeden Fall der Bugatti. Bugatti. Dann kommt Porsche. Der Porsche. Nee, ich glaube, der Königsegg. Nee, der Porsche, ja. Oder? Ja, der Porsche. Dann kommt der Königsegg hat 47 und P1. Was hat der P1? Ja, genau, dann kommt der Königsegg. Dann kommt der Italia, oder? Italia, sag ich schon, LaFerrari. Dann kommt der McLaren. Und am billigsten ist tatsächlich, deutlich am billigsten, ist der Hennessy. Echt jetzt? Mit dem GT. Ja, 342.000. Kauf ich auch in echt. Du bist da sogar weniger als die Hälfte als der zweitbilligste. Das heißt, für deinen, ich gerne nochmal extra Punkte für bekommen. Er kostet gerade mal ein Drittel von meinem. Ja, eben, du musst überlegen, du kannst eigentlich für einen Hennessy, du kannst eigentlich drei Hennessys kaufen, kommst ungefähr auf den Bugatti Supersport, ne? Weil du unbedingt drei Hennessys bräuchtest. Also, ich denke mal auch am Ende der Punkte, ich meine, wir haben es jetzt noch nicht ausgerechnet direkt, aber ich gehe mal davon aus, dass Hennessy jetzt am Schluss endlich auch gewonnen hat, das Ganze von den Punkten her. Aber auf jeden Fall preisgünstigsten. Beste Auto sowieso. Preiswertesten. Ja, das ist eh Hammer. Hennessy ist Hammer. Ist gar nichts dagegen.
Über jeden Zweifel erhaben. So, ja, ja, da wo wir hingehören, in Dreck, da stehen die ganzen geilen Autos. Und ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch da draußen das Special gefallen hat, würden wir uns alle sehr, sehr gerne über ein Däumchen nach oben natürlich freuen. Und ja, wenn ihr Ideen, Vorschläge oder sonst was habt für ein Special, sind wir auch wieder oder immer gerne mit offenen Ohren stehen wir da. Ansonsten bedanke ich mich natürlich an alle, die mitgemacht haben, für Lukas, der zum ersten Mal mit dabei war. Und ja, auch, danke, danke. Natürlich auch an alle anderen. Und ja, ich sage tschüss und lass das Schlusswort allen anderen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich imitiere mal kurz den Marvin. Ciao, ciao. Ich bin so cool. Hi, Herr Marvin. Tschüss.